Wir können jetzt halt schon seinen nice Stuff gleich enjoyen. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge Minecraft SG. Und ja, wir spielen wieder auf das SimC 8 SG. Dust Lobby. Wir nehmen jetzt mal einfach mal V1, weil Dust Lobby ist eigentlich bestimmt ganz cool. Ich komme gerade von Eishalle, das heißt, ich bin gerade ein bisschen Schlittschuh gefahren, das heißt, mir tut gerade alles weh. Ich bin 3 Stunden durchgängig gefahren. Ich werde mich morgen bestimmt darüber freuen, weil ich dann übel den Muskelkater haben werde. Aber weh, das interessiert uns ja eigentlich gar nicht, ne? Deswegen, wir spielen jetzt eine Runde Astros. Das ist auch jetzt gerade einer der ersten Runden, aber meine Clickspeed geht gerade. Ja, okay. 9er Clickspeed, okay. Ich weiß ernsthaft nicht, wo die Kisten sind, also deswegen gehe ich einfach mal hier hin, weil hier weiß ich nämlich ganz sicher, dass hier welche sind. Und das müsste nämlich einmal hier hinter sein. Hier, genau hier. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Dann muss ich hier einmal. Hä, wo sind denn die Kisten hier gewesen? Die waren noch. Ja, hier hinter war doch bestimmt. Nein. Das ist ein Spieler. Fuck. Okay, wir müssen hier ganz schnell wieder weg. Oh nein, Alter. Kacke. Und, das Problem ist, we don't have a weapon und ich hab gerade irgendwie die Kisten verpeilt und ich weiß nicht, ernsthaft gar nicht, warum die jetzt da gerade nicht mehr waren. Scheiße. Okay, hoffentlich war hier keiner dran. Nice. Okay, damit hätten wir schon mal ein Schwert. Oh lol. Okay. So, den hätten wir. Zum Glück habe ich ihn noch im Augenwinkel so gesehen. Jetzt gehen wir direkt mal auf den nächsten. Ich will mich eigentlich so nur von Spielern sozusagen ernähren. Also ich will da keinen. Ich muss da jetzt hier keine Kisten ganz öffnen. Finde ich total langweilig. Deswegen. Okay, das ist Kevin. Ja. Okay. Töten wir ihn? Töten wir ihn? Ich muss ihn töten. Das ist zwar eigentlich mein Teammate. Renn bitte weg. Okay, er rennt nicht weg. Ja. Der spielt halt noch nicht so lange Minecraft, deswegen war das klar, dass es nicht so, dass es so ausgehen wird. Aber ich habe auch ziemlich veraimt. Und jetzt werden gleich die Spieler leften, weil ich die alle gleich sehen. Der hat ja so viele Kills gemacht. Und dann leften die. Tja, muss man mal machen, ne? Muss man mal gemacht haben einmal im Leben. Und ja, es fuckt halt schon ein bisschen ab. Okay, da ist der nächste. Der hat echt gutes Equip. Der könnte uns sogar kriegen. Außer wir nehmen das hier in der Hand. Erstmal noch mal kurz was. So. Okay, der hat ein. Oh nein. Okay, jetzt überraschen wir den mal in der Kiste. Okay, der hat keine gute Waffe, aber das Gute ist, wir können jetzt halt schon seinen nice Stuff gleich enjoyen. Oh, der kriegt keinen einzigen Hit rein. Okay. Gut. Läuft auf jeden Fall bei ihm. So, zack. Ey, warum kann ich gerade nicht mehr switchen? Egal. 2, 3. Lol. Alles klar, ich hab's auf die 4 gehört. Geht. Okay. So kann man das auch mal machen. So, direkt mal zum nächsten Spieler. Boah, ich liebe die Runden, wenn man einen Kompass hat, ne? Es ist so göttlich. Okay, der letzte Spieler müsste also irgendwo hier sein. Guckt euch das an, die verlassen alle, Alter. Nur weil sie denken, ich kann jetzt eh nicht mehr gewinnen, Mama. Obwohl die vielleicht gar nicht mal so schlecht im Rennen waren. Fuckt schon ein bisschen ab, warum die Motivation so ein bisschen fehlt. Aber, kann man nichts machen. Außer hier einfach weiter drauf zocken und die Leute gewinnen lassen den Spaß. Okay, da. Alles klar. Ist halt, wenn jemand dich verfolgt. Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Jetzt hat er mich sogar noch ins Feuer geplaced. Okay, damit hätten wir die erste Runde gewonnen. Ich hänge noch eine ran. Das heißt, ich gehe ganz schnell mal hopp. Und ja, gehen wir mal in 12er rein. Dann ja, sind wir ganz schnell reingejoint. Und die Party ist jetzt auf ein. Also ich finde das Party-System hier etwas ja mittelmäßig bis schlecht. Man kann nämlich Leute nicht aus den Runden kicken. Das ist ein bisschen nervig und ja. Ich habe gerade schon eine Runde aufgenommen mit 200 Leuten, nur dann ist er wieder ausgetimt. Ich im Moment mit jedem, den ich aufnehme, der timet einfach aus und dann ist die ganze Aufnahme eigentlich im Arsch. Und ich wollte es jetzt nicht wie bei der letzten Folge einfach nehmen, weil ich habe ja als eigentlich Zeit, weil Wochenende und so weiter. Da kann ich euch ja auch eine coole Aufnahme liefern. Yay! Okay. Okay. Also. Ich guck mal kurz, wie viel ich hinkrieg. Das mache ich immer so zum Spaß. Vielleicht dann verbessere ich mich wahrscheinlich. Oh, 9, 10, 11. Na, 10, 11 ist das höchste bei mir meistens. Wenn man überlegt, Phasen soll ja angeblich wie, keine Ahnung, 20 schaffen. Also, das ist ja schon fast unmenschlich, finde ich.
So, die Map finde ich ganz cool. Okay. Ich veraim mich immer an der Kiste, das ist so schlimm. Okay, dann kann ich nämlich jetzt gleich mal hier hingehen. Hinterm Haus ist nämlich eine Kiste. Da. Gut, habe ich sogar Stuff drin. So, jetzt ist die Schutzzeit. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hinter mir ist keiner. Im Haus sind noch ein paar Kisten, das weiß ich auch. Lol. Hier ist eine, müsste genau. Zack. So, damit hätten wir auch ein Schwert, können wir wieder Block hitten. Das geht ja dank Labby Mod. Dann ist hier noch eine Kiste. Ui. Okay. Die Soundeffekte gehen auf jeden Fall ab. Okay, das hatte ich aber eigentlich alles schon, das Stuff. Den Stuff so und dann hier noch eine Kiste. So, da unten ist auch gleich mal jemand, der uns besucht. Nein, nicht denn er. LOL. Was war das denn, Alter? Ich habe mich einfach aus dem Haus rausgebackt. Okay. Ich hätte natürlich jetzt schon gerne Kompass. Das wäre natürlich schon jetzt echt episch. Jetzt hat der Typ ja einen. Deswegen, ich würde den einfach mal einen Besuch abstatten. Der ist gerade... Ich glaube, der ist gar nicht mehr im Haus. Na egal. Gehen wir mal weiter. Und guck mal, ob wir einen Kompass kriegen. Weil Kompass... Der Kompass ist schon recht OP, wenn man... ja, mehr so zocken will. Was heißt zocken? Also wir zocken die ganze Zeit, aber wenn man mehr so auf das Gameplay achten will, ist der Kompass schon echt gut. Wer sich fragt, welches Texture-Pack ich gerade benutze, das ist Phasen Default Edit. Gefällt mir recht gut, aber ich habe mir vor, auf jeden Fall bald neues zu holen, denn auf Dauer fuckt das dann schon ab, die ganze Zeit das gleiche zu haben, ist auf jeden Fall bei mir so. Möchte mal so ein bisschen variieren. Okay, der hat viel besseres Equip. Vielleicht können wir den vielleicht irgendwie überraschen. Ich glaube, das wird nichts, aber der hat mich noch nicht gesehen. Noch nicht. Okay, jetzt will er jemand angreifen. Er hat anscheinend seine Sounds aus wie wir, weil ich einfach Sounds unnötig finde. Okay, jetzt sind hier ziemlich viele Leute. Okay. Eigentlich möchte ich jetzt hier ungern abstauben, aber weil das jetzt hier die einzige Möglichkeit ist, werde ich das jetzt einfach mal tun, weil ich gleich eh von dem abgestaubt. Ja, meine Freunde. Der wartet nur darauf, dass. Der wartet nur darauf, dass ich gleich abgestaubt werde. Und ich kann ihn vielleicht ins Feuer schlagen. Nein. Okay, jetzt will er mich abstauben. Okay. Okay, okay. Okay, das war natürlich ein Fail. Ich dachte, der will jetzt weiter rennen. Die Leute sind so unberechenbar. Okay. Okay, das war's. Das war's. Leute, tschüss. Okay. Eine Runde gewonnen, eine verloren. Und ja. Das hätte, gegen so ein Equip kann man nichts machen und dann waren die noch zu zweit. Ich hätte es wegrennen können, aber Leute, ich hasse es einfach in der SG wegzurennen und dann, da ist noch ein Spieler, ich muss wieder wegrennen und wieder wegrennen und noch mehr Kisten haben, bis ich overstacked bin und dann einfach so gewinnen, dass, Leute, ihr wisst, was ich meine. Also, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.